Freunde, herzlich willkommen zur Folge 20 LS19 Ravenport. Jo, ich habe in der letzten Folge kurz noch den Rest Unkraut weggemacht. Und jetzt möchte ich mal gucken, wegen dem Schlafen gehen, wo ich hier schlafen gehen kann. Kann ich denn hier in der Hütte überhaupt schlafen? Also, eigentlich, es wäre jetzt verdammt doof, wenn nicht, ne? Ich habe es jetzt natürlich auch nirgendwo vorher ausprobiert, so wie ich halt bin. Hier irgendwo schlafen. Achso, ich sollte mal was Hilfefenster anmachen. Dann sehe ich vielleicht auch, wo ich schlafen kann. Hier. Schlafdauer auswählen. Dauer. 8 Stunden würde ich mal sagen, gehen wir jetzt pennen, ne? 8 Stunden schlafen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Jetzt müsste er ja bis 6.30 Uhr oder. Genau, 6.39 Uhr. Perfekt. Das hat dann ja doch funktioniert. Dass man hier überall irgendwelcher Kram steht, wo man gegenrennt und nicht durchpasst. Hallo, Wuffi. So. Dann können wir hier direkt mal wieder einsteigen. Fenster aus. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt weiß ich, wo wir schlafen. Hauen uns den Düngestreuer hinten dran und dann geht das los. Sehr schön. Ja, dann ballern wir damit kurz übers Feld. Dann haben wir die Düngestufen auch voll. Und es ist sogar tatsächlich eine Düngestufe mehr geworden, eine Wachstumsstufe mehr geworden jetzt über Nacht. Das ist das, was ich befürchtet hatte. Weshalb ich jetzt nicht unbedingt pennen gehen wollte. Vor dem Unkraut vernichten. So, wir können wenigstens noch halbwegs sehen, wo wir waren. Wenn wir das mal so machen. Düngen ist ja wie immer fix gemacht. War einmal ein Vorgewende. Ich habe jetzt auch nicht hundertprozentig jeden Fleck rausgezogen von dem Unkraut. Da sind kleinere Streifen sind noch drin. Denn das dauert mir sonst einfach zu lange, bis wir das alles weg haben und ja, ein bisschen der Realität entspricht es ja auch. Man kann nicht immer alles hundertprozentig entfernen. Irgendwas bleibt immer mal stehen. Daher dachte ich mir, lasse ich so. Wie gesagt, ein paar kleine Streifen, die werden schon nicht so wild sein, hoffe ich. Man sollte vielleicht gucken, wir können ja gleich mal, wenn wir fertig sind, mal aussteigen, wie viel Prozent Unkraut sind das jetzt noch auf dem ganzen Feld? Sollte man natürlich dann, ja, unter 10% sollte man das, glaube ich, schon halten, wäre ganz gut. Ja, hier sieht man, da vorne ist noch was, das ist schon ein bisschen hochgewachsen. So, toll, wir sehen nämlich nicht, wo wir waren. Nicht so ganz auf jeden Fall. Auch das ist doch wieder komplett bescheuert. Ja, daher Düngestufen auf jeden Fall das nächste Mal zu sehen, dass wir die vorher abgeschlossen haben. Ist weniger Arbeit und Aufwand. Weil man es einfach nicht mehr sehen kann. Jetzt ist hier wieder großes Rätselraten. Und wahrscheinlich gleich wieder auch das große Ausbessern gefragt. Ich kann den Tempomat anmachen, dann können wir hier immer zwischendurch mal reingucken. Er fährt ja weiter, sieht aber bis dahin ganz gut aus. Okay, nicht so weit hier rüberkommen. Das klappt doch schon mal ganz gut bis jetzt. So, passt das? Ja, das passt. Das kriegen wir auch mal
ganz schnell in der Folge fertig. So, vorausgesetzt unser Dünger reicht. Vorausgesetzt der Dünger reicht. Das will ich jetzt mal ganz schwer hoffen, weil extra nochmal losfahren wäre jetzt auch wieder doof. Könnte aber knapp werden. Da habe ich natürlich eben wieder gar nicht drauf geachtet. Aber wenigstens arbeiten wir gerade nicht mehr nachts. Das ist mir schon sehr wichtig. Gerade weil ihr nachts auch noch, also ich sehe nachts schon verdammt wenig und ihr noch weniger. Das ist schon sehr lästig. Aber wir können hier ruhig noch ein bisschen hochfahren. Wunderbar. Kleine Stellen sind da noch, aber in dem Fall ist es jetzt tatsächlich mal egal. Ist halt von Anfang an etwas schief gelaufen. Oh, ja, ich finde natürlich jetzt auch nicht unnötig übers Feld ballern. So, jetzt machen wir hier dasselbe. Dann haben wir da unser frisch gepflügtes Feld 1, welches schon eine Düngestufe hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgetragen habe. Ich kann mich nicht gar nicht daran erinnern. Nee, also ich war es definitiv nicht, denn ich könnte da jetzt direkt schon drüber düngen. Das können wir natürlich dann auch machen, gleich bevor wir einsehen, schon düngen. Dann haben wir alles komplett durch. Dann dürfte das zu 100% durch sein. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, der Dünger wird nicht reichen. Das ist ärgerlich. Da müssen wir nochmal los. Ach ja. Aber wir lassen hier keine Hektik aufkommen. Wir haben alle Zeit der Welt. Uns läuft nichts davon. Außer Zeit. Nee. Wir müssen hier auch noch einmal vorgewende. Ich wollte schon eben eine zu früh hochziehen. Aber wir sind ja oben an der Ecke angefangen. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns. Ja, das würde ich eigentlich am liebsten auch jetzt schon direkt machen. Paletten holen. Dass wir uns direkt Paletten hier auf den Hof holen. Stopp, Moment mal. Warte mal, das ist doch schon gedüngt. Das ist schon gedüngt? Tatsache. Na Mensch. Okay, und man kann leider nicht das über fürs ganze Feld ansehen. Das ist immer so, ja, für jeden Quadratmeter hier wechselt das. Mal hat man viel Unkraut, mal wenig. Okay. Ja, nee, aber wenn das jetzt schon gedüngt ist, ja, ich weiß nicht, was ich dann hier mache. Runter vom Feld. Hatten wir das schon? Das hatte ich doch auch vergessen, oder nicht? Man weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht kommt es ja auch vom Striegeln, weil das Unkraut mehr oder weniger liegen geblieben ist. Dass das zu einer Düngestufe wurde, aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen auch nicht vorstellen. Ja, umso besser. Spart Zeit. Ja, Auffahrt habe ich immer noch nicht gemacht. Ich wollte nicht nur die Auffahrt machen, ich wollte ja noch irgendwas machen, was wegen unserem Geld war. Muss ich nochmal unbedingt gucken, was das zweite war, was ich noch machen wollte. Ich denke, das werde ich nach der Aufnahmesession, während die Videos rendern, habe ich eh nicht wirklich viel zu tun heute. Streamen kann ich dann ja leider nicht, weil auch gleich dann der Upload mitbeginnt von den Videos. Da fällt dann das Stream aus. Dann kann ich mich aber um solche Sachen mal kümmern. Gut, dann ballern wir hier wieder normale Bereifung drauf.
Wobei, wenn wir, was ist denn hier mit, okay, Breitreifen mit Gewichte für hinten, dann würde ich nämlich jetzt tatsächlich, ja, Paletten kaufen fahren erstmal. Noch ein bisschen Kalk holen sollten wir mit dem Anhänger und Paletten kaufen. Dazu brauchen wir aber noch einen Ballenladewagen. Das war die falsche Taste. Ein Ballen oder ein Ballenladewagen oder ein Tieflader? Tieflader haben wir wieder nur den einen. Der fällt einfach mal aus der Reihe. Ballentechnik. Es gibt auch nur den einen Ballenladewagen, der jetzt dafür in Frage käme. Oder halt vom IT-Runner. Das übrigens auch neu ist. Ich glaube, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Der Ballencontainer. Aber der würde 7000 kosten und der Anhänger dazu. Was kostet denn der IT-Anhänger? 55.000. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist eine ganze Menge Holz, wenn wir den hier nehmen können. Und den zum Ballenwagen umfunktionieren, dann kostet der 8000. Zumal wir den auch jederzeit wieder neu konfigurieren können, ne? Den können wir jederzeit neu konfigurieren zu einem 12.000 Liter Anhänger. Kostet dann im Grunde, dann kostet der 12.000. Jetzt ist die Frage, was kostet uns das 12.000, wenn wir den auch nochmal umkonfigurieren? Also macht das jetzt mehr Sinn, den so zu kaufen und einfach nur also runter zu graden? Das finden wir einfach mal raus, würde ich sagen. Ich kaufe den jetzt als Ballenwagen, um Paletten mit Dünger und Saatgut zu holen. Kaufen wir. Okay. Der sollte jetzt am Shop stehen. Wir brauchen auch eine Palettengabel. Haben wir auch noch nicht, die kaufen wir auch. Ich weiß nicht, ob man, also ich gehe von aus, dass wir auch wahrscheinlich mit einem normalen Kipperanhänger daneben fahren können und das einladen. Was natürlich jetzt deutlich praktischer wäre, aber da sage ich jetzt mal ganz klar Nein zu. Wenn wir schon Paletten kaufen müssen, dann müssen wir sie auch irgendwie transportieren und jetzt nicht einfach in den Anhänger umfüllen. Wobei ich hätte, man könnte ja sagen, dass man sie mit der Gabel aufnimmt und dann in den Kipper reinfüllt. Das wäre noch eine Alternative gewesen. Na, machen wir es jetzt fürs Erste einmal so. Wir fahren da mal runter. Und dann laden wir ein paar Paletten auf. Fürs Erste. Wenn wir irgendwann mal später mehr brauchen, dann können wir vielleicht immer noch auf die Alternative umgreifen. Mit dem Anhänger nebenfahren und das umfüllen. Wobei ich mich auch gleich noch entscheiden kann. Wie gesagt, wir können ihn ja nochmal umkonfigurieren und können dann so die 12.000 Liter mitnehmen. Ich glaube auch kaum, dass wir 12 Paletten da drauf bekommen. Vernünftig gestapelt. Blöd ist halt letzten Endes, die alle wieder vom Ballenwagen runterzuräumen. Das dürfte ziemlich nervig werden.
Aber lassen wir uns erstmal überraschen. Wie gesagt, wir haben jetzt im Moment auch Zeit. Wir wollen ja ein bisschen die Felder in verschiedene Wachstumsstufen bekommen. Da ist es nicht schlecht, wenn wir ein bisschen was zu tun haben nebenbei. Kalk müssten wir noch ein bisschen was besorgen. Wobei wir das ja nicht so oft brauchen. Das heißt, da haben wir die nächsten Male auf jeden Fall noch auch noch ausreichend Zeit für. Jetzt erstmal Dünger und Saatgut, denke ich, relativ wichtig. So, durchgezogene Linie, ich überhole trotzdem. Rumschleichen mit 40 oder 35, was die hier fahren wollen wir nun doch nicht. Also ne, wir müssen noch weiter. Also über die Schienen müssen wir auf jeden Fall noch rüber. Ist schon ein ganz schöner Weg zum Shop. Mal gut, dass wir zurzeit nicht ganz so krass oft dahin müssen. Und wenn es tatsächlich mal irgendwann so weit sein soll, obwohl an den JCB bekommen wir, glaube ich, keinen Frontlader, ne? Vielleicht an den kleinsten JCB Fast Track, dass man tatsächlich einfach dann schneller unterwegs ist. Bin mir aber nicht sicher, ob die eine Ladervorrichtung haben. Also in Real habe ich, glaube ich, schon welche gesehen. Ob es hier mit übersetzt wurde, ist natürlich eine andere Sache. So, machen wir erstmal ganz dezent ein Stück beiseite. Und den nehmen wir auch gleich mal mit und parken den um. Besser ist das. Das ist sogar relativ mittig, wenn ich in den Spiegeln jetzt nicht mehr sehe. Okay. Kann ich mit leben. Und dann fahren wir hier einmal längs vor. Am besten einfach mal hier drauf. Ja, okay. Paletten kaufen wir in der nächsten Folge. Dann machen wir jetzt hier erstmal kurz Feierabend. Aber Motor aus. Ja, dann wieder einmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Ordentlich Kommentare sind wie sowieso immer gefragt, ne? Anregungen, Verbesserungen oder auch, was euch in den Kopf kommt. Haut's einfach rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.